Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Pixelmon, das Pokémon Modpack. Ich zeige euch gleich mal kurz. Ich kann da nicht ESC drücken. Bildschirmübertragung und dann kurz zeigen. Das habt ihr bei Curse Forge. Das ist ein Launcher und da das Pixelmon Modpack als Nachfolgeprojekt von meinem Pixelmon Let's Play, das leider ein bisschen buggy ist, war, und das möchte ich euch gerne erklären. Also einfach bei Curse Forge nochmals einfach browse und dann habt ihr eigentlich das zu oberst oder gebt einfach da ein Pixelmon. Genau, so. Jo, ich habe wieder Bouts gewählt, oder? Und ich möchte gerne einfach ein bisschen schauen, dass ich wieder ein bisschen das Team habe. Und jo, das Problem war, in meinem alten Modpack durch diesen Dynamic Trees Mod sind scheinbar immer die gleichen Biome gespawnt und relativ gleich. Also, dass man da einfach nicht so die Auswahl hatte, jo, wo man hingeht und so. Man hat einfach immer wieder das Gleiche gefunden. Und das ist das Hauptproblem. Also, es geht einfach hiermit weiter. Es gibt halt einfach wenig Mods drin. Es gibt zwei Biom-Mods, glaube ich. Oh, da gibt es neue Sachen. Kann ich das dann kaputt machen? Ja, wahrscheinlich mit Behutsamkeit wieder. Und du bist Trading Card Raider, okay. So, wer es noch nicht weiß, wer das vorherige Let's Play nicht geschaut hat und so. Jo, ich spiele gerne in einer der größten Mods von Minecraft, scheinbar. Und eben über 1000 Pokémon und ganz viele andere Sachen sind da drin. Und wir machen einfach so ein bisschen, ja, wir werden der beste Trainer. Wir finden neue Pokémon, tun bauen, tun ein Abenteuer erleben, tun immer die Pokémon ein bisschen anschauen, sie leveln, Spaß haben mit ihnen. Zum Beispiel fliegen, schwimmen oder ja, einfach auf dem Wasser schwimmen, glaube ich. Tauchen geht, glaube ich, nicht. Müssen wir dann mal auch ausprobieren. Reiten und so weiter. Und ja, ich habe ja gesagt, ich hatte vor, eine Villa zu bauen mit verschiedenen Biomes. Also die Typen, die Pokémon-Typen, nicht die Biome. Und ja, jetzt gibt es ja auch neue Biome, zum Beispiel hier der Herbstwald und so weiter. Weil der Biom-Ding, ich muss noch kurz den Balken ausstellen, so. Das stört nur. Genau, das vergesse ich immer wieder. Sorry, also ja, ich habe es einfach zwei, dreimal nicht gemacht, genau. Jo, wir haben ganz viele Items schon mal gefunden. Und ja, ich bin ganz durcheinander jetzt gerade noch vom vom Installieren und so Sachen, weil ich ja, ich wollte einfach die alten Mods in 1.20 haben. Geht scheinbar nicht. Fehlermeldung 1 gibt es wieder die ganze Zeit. Und habe danach ausprobiert auf der 1.16 einfach das Modpack, der Mod runterladen. Ging auch nicht, also habe ich dieses Pokémon Pack genommen. Und das steht 1.201, aber wenn man es installiert und startet, ist es 1.16.5. Also sind wir halt immer noch auf der 1.16.5. Und genau, haben einfach das Problem, dass wir ja ein paar Blöcke nicht haben und so weiter. Aber scheinbar geht das nicht so einfach. Schneeblock, den lasse ich mal noch drin. Lachs auch nehme ich noch mit. Es gibt so viele Items wieder. Ich bin total überfordert. So mit dem, was nehme ich mit, was nehme ich nicht mit. Ganz klar. So, und es gibt neue Musik. Also mir gefällt sie. Ist vielleicht noch ein bisschen leise. Ich tue jetzt mal kurz noch ein bisschen lauter machen. Jo. Und haben wir ein gutes Pokémon-Bild? Nö. Braune Keramik nehme ich doch gerne mit. So, jetzt bin ich aber komplett voll Glas auch. Du
Können wir den Löwenzahn nicht mitnehmen? Jetzt bräuchte ich eigentlich Kisten oder so. Ich könnte die besser eigentlich mitnehmen, aber die haben Items drin. Die ploppen nur auf den Boden. Genau, wo tun wir die Wähler hinpacken? Ich mache noch einen Wegpunkt, genau hier vorne, wo wir gestartet sind. Und dann legen wir richtig los, oder? Das ist, glaube ich, hier irgendwo gewesen, hier vorne. Boah, ich weiß gar nicht mehr wo. Es sind zwei Arenen, deshalb da vorne, oder? Hier sind wir gespawnt. Ich glaube, ungefähr hier. So. Und jo, gehen einfach mal hier auf die Wiese hoch. Genau, hier ist wieder eine Windmühle. Da waren einfach ein bisschen Loot oben. Ist eigentlich relativ wenig gewesen. Also ich möchte gerne wirklich in ein Dorf oder so mal uns niederlassen. Bleiben wir doch einfach in der Nähe vom Dorf. Das geht ja gut. Ah, es ist eine Daycare und oben ist einfach ein bisschen Loot wieder. Genau. Vielleicht haben wir das. Ja, Kuchen. Also die Sachen müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Wir nehmen das Wichtigste mit. Genau, und mehr ist da auch nicht. So. Noch mehr Setzlinge. Kartoffeln wäre nicht schlecht. Und dann noch Aprikobeeren und Äpfel. Gut, ja. So, ah, und unten ist wahrscheinlich auch noch etwas. So, ich hätte gedacht, wir starten irgendwo bei einem See in der Nähe. Hier wäre schön. Das wäre eigentlich sehr schön, dafür müssen wir in die andere Richtung gehen. Oder hier irgendwo. Wäre auch passend. Aber ich möchte gerne in einem Biom sein, das ein bisschen anders ist. Also hier können wir sicher etwas machen. Wir könnten hier auch eine Farm machen oder so. Die Abiko-Bäume, ja, die können wir dann später sammeln. Das sind sehr viele. Also Hyperbälle und... Ja, Hyperbälle können wir machen. Da gibt es rote Bäume. Mir gefällt es jetzt direkt nicht so, aber... Jo. So, ich habe übrigens auch die... Pokémons random gemacht vom Level. Es ist auf Standard, dass ihr einfach angepasst an eurem Team die Pokémon habt. Und jetzt habt ihr auch ein Level 55 Käufwaff zum Beispiel und so. Müsst ihr einfach in den Configs einstellen. Ist relativ einfach. Einfach in eurem Punkt Minecraft Ordner nach Config schauen, den Ordner aufmachen und dort habt ihr dann eine ein Pixelmon-Ordner und in dem Pixelmon-Ordner ist eine Config und ihr könnt die ändern. Und das Spawn ist einfach beim Spawn-Verhalten, Spawning, wie heißt das oder so? Pokémon-Spawning, glaube ich. Also es sind große Bäume hier. Okay. Wir müssen einfach noch ein bisschen nach rechts. Hier haben wir noch silberne Ahorn. Scheinbar. Und was ist das für ein Baum? Ah, ich habe kein Ding. Ich kann nicht schauen, was das für ein Baum ist. Kein Wabula. Oder Baila früher. Okay, es ist Silberhorn. Denke ich mal. Gut, hier haben wir eine Höhle. Schauen wir mal kurz rein. So, und ich wollte eigentlich ein Pokémon finden, wo ich besiegen könnte. Okay. Was nehmen wir nicht mit? Ein zweites Bett. Lassen wir das Bett hier. Standardmäßig haben wir, glaube ich, schon ein Bett gehabt. So. Lava, Flurm Level 10. Da geht es wieder raus. Gut. Wunderbar. So. Ja, ich bin eben ein bisschen enttäuscht von ein paar Mods. Eben den Dynamic Trees Mod. Und noch andere Mods. Und, jo. Das ist einfach ein bisschen ein Problem gewesen. Ich wollte unbedingt weitermachen. Ihr wahrscheinlich wolltet weiter sehen, wie ich da... Okay, Blaubeeren oder so. Hey, das ist geil hier. Also hier vielleicht nicht unbedingt eine Villa. Der Platz. Oder wir machen die Villa dann da oben.
Wir können hier so eine kleine Farmingstätte machen. Genau. Gehen wir doch mal hier hin. So, was haben wir? Wir haben fast kein Holz. Wir haben gar kein Holz. Ja, dann muss ich zuerst fällen. Nehmen wir mal den dicken Baum hier. Und nein, den lassen wir. Den auch. Und Mann, sie gehen die so schön zum Verbauen. Kokuna könnten wir vielleicht besiegen. Wird aber lange gehen. Hakuna? Nein, Kokuna. Blattwerk ist wahrscheinlich physisch auch. Wird jetzt nicht geschaut. Oh. Das wird sehr lange gehen. Ja, ist physisch. Schade, Härtner macht natürlich zäher. Verteidigung nach oben. Okay, es dauert ein bisschen. Setzen wir den Take rein. Ja, macht mehr Schaden. Hä? Ist da irgendwie der Schaden höher? Das gleiche. Ah, ist wahrscheinlich nicht effektiv gegen Käfer. Ja, stimmt. Okay. Leider ist die Kampfmusik lauter. Ja gut. Können wir nichts machen. Mach wahrscheinlich doch noch die Musik ein bisschen leise. Oder gibt es eine Kampfmusik-Ding? Ja, sollte nicht zu laut sein, sonst mache ich das im zweiten Part dann ein bisschen leise. Gut. Jetzt haben wir gar noch nicht so viel machen können. Jetzt haben wir einen langen Kampf leider vor uns, aber dafür bekommen wir ein paar Level über, denke ich mal. Ich denke, Level 7 erreichen wir knapp. Oder Level 8 sogar. Schade, dass man irgendwie den Kampf nicht verschnellen kann. Oh. Hey, es wird Nacht und wir kämpfen immer noch. Ja gut, ist der Pixelmon-Mod auch ein bisschen, wie sagen wir dem, friedlich, oder? Es passiert uns nichts. Ja. Und ja, weil da immer wieder Autokämpfe gibt, habe ich das natürlich ausgestellt. Ah, und ich habe noch gelesen, das geht nicht. Tobots ist gespawnt in Sessional Waldbiom. Das haben wir jetzt natürlich nicht gesucht, weil ich es ein bisschen verschlafen habe, sozusagen. Aber das ist, ja, genau. Jetzt auch noch ein bisschen zu früh. So, jetzt haben wir mal. Okay, wir schlafen direkt mal. Damit es nicht so dunkel ist. Ich bin echt froh, dass Pixelmon noch so viel entwickelt wird, dass man da vielleicht das sich freuen kann immer wieder. Aber dann gibt es wieder einen Restart, oder? Auch weil manche Mods echt widerspenstig sind zu anderen Mods. Und das möchte ich auch verhindern. Es kann nämlich jetzt auch sein, dass zum Beispiel keine Wüste spawnt, weil so viele Biome da sind. Aber es gibt ein naturelles Kompass oder so. Mit dem kann man das sozusagen finden. Auch wenn man hunderttausende Blöcke fliegen muss dann. Also ich werde so oft wie möglich da fliegen oder reiten und so. Aber zuerst müssen wir mal auch so ein Reit-Pokémon haben. Und dafür hole ich wahrscheinlich wieder so einen Esel. Pampuli oder wie der hieß. Ich finde ihn sehr süß. Er ist ein bisschen zu groß. Aber, ja, ist nicht so schlimm. Ein paar Bären haben wir schon mal. Nehmen wir die mal hier rüber. So. Top-Äther brauche ich jetzt auch noch nicht. Dringendst. Ja, dann müssen wir langsam mal so mal die Büsche wegmachen. Hier tun wir mal anpflanzen. Gehen die kaputt? Ja, die droppen. Okay. Okay. Genau, die Items einsammeln, stimmt. Da
Drüben haben wir auch noch irgendwo Items. So. Kokuna Level 10 noch schlimmer. Überall sind irgendwelche Viecher. Die droppen auch scheinbar. Gut. Okay. Nur die großen, also ja, die Gräser droppen nicht. Oh, da ist noch ein Pokéball. Mit X Volltreffer. Krass. So. Wollte nämlich da die Setzlinge hin tun. Und ja, ja. Toketemaru. 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 Wie heißen die Wintersaftpflanzen? Können wir daraus etwas machen? Aber wir haben Jay auch nicht. Was ist das für ein Poké? Was ist das für ein Modpack? Da gibt's ja gar nichts. Na gut. Müssen wir damit leben. Ich will es ja auch spielen. So. Dann holen wir mal hier. Machen wir einfach hier eine Mine. Zum Beispiel hier. Die, ja, der Cobblestone. Natürlich könnte schon die Erde sein. Die Erde sammeln wir auch, aber die brauchen wir nicht. Noch nicht. Gut. Also ich plane jetzt erstmal Käfer-Pokémon zu sammeln, hauptsächlich. Natürlich nicht mit denen alle kämpfen, sondern nur mit einem. Und einfach mal die Käferseite dann zu machen an einem schönen Platz. Also wirklich dort, wo wir sagen, ja, haben wir genug Platz, ist eine schöne Umgebung, dort bauen wir dann die Villa. Und nebenbei tun wir natürlich immer wieder Pokémon trainieren, irgendwelche Sachen machen. Genau, ich muss noch die Minimap anpassen, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Mob-Display, nein, Dots, nein, Icons und die ein bisschen größer machen. So. Das letzte Mal haben wir nur noch größer gehabt, aber das reicht, denke ich mal. Und irgendwo ist die Größe von der Map, ich weiß noch nicht, wo, hier. Und da habe ich, glaube ich, immer 23. Map-Dunkelheit, ja, machen wir mal ein bisschen reduzieren. Gut. Infoslot, Biom, Location. Ja, okay. Genau. Nadelwaldlichtung, okay, sind wir jetzt fast nicht mehr, aber also jetzt gehen wir dann gleich raus. Ja, genau, jetzt sehe ich wirklich gut rechts oben, welche Pokémon in der Nähe sind. Das ist leicht, größer will ich sie nicht haben, sonst leidet ja die Übersicht. So, da wir noch keine Fackeln haben, gehen wir wieder hoch. Keine Eisen oder so vorkommen. Ornio könnten wir eigentlich besiegen. Komm, wir machen immer wieder einen Kampf. Oh nein, Ornio hat Giftangriff. Lieber nicht. Das macht uns viel zu viel Schaden. Ja, genau. Lach du alles. Schon okay. Ich lasse mich gerne auslachen. So, wir müssen natürlich das Wichtigste machen. Mann, wieso bin ich jetzt so wieder durcheinander? Einfach wegen der Aufregung. Wahrscheinlich. Dass ich einfach manchmal nicht so weiß, was ich machen soll. Ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir kommen vorwärts. Oder ja, wir können es einfach noch ein bisschen vorwärts kommen lassen. So. Und ich bin mal gespannt. Ich kenne zwar Ild Biomes Gohome oder so. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie der Mod heißt. Aber es ist fast eine bessere Variante als andere Biomes-Mod, außer Biomes Oplendi. Aber dort ist ja immer das Problem, dass immer die gleichen Biome kommen. Also es ist nicht so abwechslungsreich wie andere Biom-Mods. Damals Mega Biomes XL war doch toll, bei Feed the Beast und so. Und seitdem, jo. Freue ich mich natürlich immer noch riesig auf neue Sachen, neue Biome. Sind die meisten aber für mich ein bisschen zu realistisch, also einfach ein bisschen langweilig durch den Realismus.
Ich hätte gerne, wie ich jetzt zum Beispiel auf meinem Minecraft-Server Dragodia die Story-Welt mache, wenn dann alles eingestellt ist und der ja, Plugin, also der Script-Macher da ein bisschen weiter ist. Sehr spezielle Biome. Also, jo, es gibt ja ganz viele Blöcke und die werden kaum genutzt in den Biomen. Vor allem so Trockenbeton hätte ich gerne als Sand und so. Also, der farbige, also ja, je nach Farbe, wie es passt, hätte ich schon gerne. So ein bisschen bunt und so. Und es gibt ja auch einen Mod, wo ein Biom macht, wo so ganz hellblau, lilaner Strand ist. Ich weiß nicht, ob das überhaupt der Mod ist. Ich glaube aber nicht. Und das möchte ich dann auch gerne im normalen Spiel machen. Und eventuell haben wir auch genug Lust, da wirklich die Biome zu finden. Was ist denn das? Was ist das? Ein Pilz? Ein Riesenpilz? Also ich muss sagen, ich habe mit 350, glaube ich, aufgehört. Also Gen 3 ist meine letzte Gen gewesen. Und wo ich dann mal Bloody Diamond gespielt habe, sind schon viele Pokémon aufgetaucht, oder? Und jetzt wieder, hey, so mega viele. Also jetzt sind es ja, weiß nicht, 600 neue. Das ist einfach unglaublich, wie ich. Es ist einfach durch das Spielen von Pixelmon so viele, ja, Pixelmon finde. Ich darf ja nicht Pokémon sagen wegen Copyright. Aber ich sage jetzt einfach Pixelmon, oder? Natürlich sind es Pokémon. Das Loch ist so geil. Also ich hätte gerne ja ein Pokémon zum Trainieren. Sonst muss ich ja wieder umstellen. Aber jetzt gerade hier. Wir können noch ein bisschen auf Erkundung gehen. Wir haben noch 8 Minuten. Gehen wir kurz auf Erkundung und suchen mal noch eine Höhle. So. Also wir haben Holz. Wir haben ein paar Steine. Wir brauchen jetzt einfach noch ein bisschen Ding. Ich möchte gerne an diesem Berg entlang. Ein Kokuna Level 8, das können wir kurz besiegen. Erstaunen haben wir gelernt. War nicht Ersch doch Erstaunen war auch dabei, genau. Ich frage mich immer, Bautz habe ich immer so ein bisschen dunkel in Erinnerung. Ist einfach die Nachentwicklung dann dunkel? Die Weiterentwicklung? Ja, und Blattwerk sind nicht effektiv. Mist. Okay. Macht bei Blattwerk jemand eine Uhr aus Blätter? Das Uhrwerk. Also ich denke, das ist einfach Blattwerk, so also ein bisschen herumschleudern von Blättern gemeint. Das ist irgendwie eine blöde deutsche Übersetzung. Naja. Also ich muss jetzt noch gut beim ersten Part schauen, dass ich ja, die Sound ein bisschen einstelle. Oh, das ist gerade einen Baum geworfen. Die haben eine recht hohe. Okay, das ist ja nicht so bequem, die Bäume zu Ding. Wir brauchen einen Dschungel, damit wir da also Bambus haben. Aber Bambus gibt es in diesem Mod auch in Dörfern. Wir müssen nur ein grünes Dorf finden. Mit den grünen Dächern und so. Die Naturburschen. Und ich hoffe einfach, dass mit den Biomen alles okay ist. Jo. Und ich frage mich, wie ich den Titel nennen soll, weil, ja, das Modpack wird wahrscheinlich nicht so gesucht. Also ich mache einfach wieder Pixelmon. Oder beides. Ich denke, ich mache beides. Also wir sind Level 7. Es geht halt nochmals einige Zeit. Aber es ist der einzige Gegner, den wir besiegen können. Und ich will einfach ein bisschen vorwärts machen. Ich will wieder zu diesem Level kommen. Ich war, glaube ich, Level 16 oder 17. Nein, ich war Level 18, weil ich erst ab Level 18 trainiert hatte. Oder Level 19 war ich. Stimmt, ich war noch ein bisschen weiter. Aber das seht ihr am letzten Part. Ich habe übrigens ein Enddynalos gesehen im Himmel.
In einem Bergbiom ist es gespawnt in der Nacht. Und ich habe geschlafen und dann war das Pokémon zu weit weg und ist despawned. Also ich sah es noch, aber ist einfach vor meinen Augen gespawnt. Ich weiß nicht, ob ich ein Bild habe. Ich mache das Bild sonst als Thumbnail hier. Und sonst machen wir gleich nochmal so ein Thumbnail. Und ja, bei mir immer wie immer clean. Oder ich möchte keine Nummern und Titel in den Thumbnail machen. Ich finde es immer so schön, wenn die Leute das wirklich nur ein Screenshot machen. Genau, hier können wir kurz runter. Was ist das? Ah, ich kann nicht zoomen. Was ist das hier für eine Erde? Ah, ein Flurmel, okay. Aber es gibt gerade kein Eisen, doch. Das ist Eisen. Sehr gut. Also, es leidet ein bisschen darunter, dass einfach Mods, die ich natürlich gerne nehme, nicht drin sind. Aber, jo, das Modpack wird halt auch immer aktualisiert automatisch. Oh. So eine Riesenspinne verspawnt, tut einfach den Spawner. Spinnenspawner? Was ist das für? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ist nichts mehr drin. Also. Spawner 1. Fertig. Gut, dann haben wir hier Loot. Das ist jetzt wieder mal ein Riesenglück. Eben, ich habe ab und zu, ich habe wenig Glück. Aber wenn ich Glück habe, dann habe ich immer Riesenglück. Weil ich einfach zu viele Hack and Slays spiele und da muss man einfach Glück haben, scheinbar. Aber, jo. Ich habe jetzt direkt einen Spawner gefunden. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, also wo sind wir jetzt? Wir sind einfach eins rüber. Wir sind ganz nah dran wieder. Ich möchte nämlich hier natürlich ein Ding machen, einen Wegpunkt. Und dann gehen wir mal hier rechts herum. Genau. Und in der Nacht ist irgendwie das so richtig schön entspannt hier. Ich weiß nicht, aber ich habe nie Angst. Also, ich könnte nicht sagen, jetzt in der Dunkelheit, in der Wildnis, ja, ich habe Angst. So, wir machen einfach mal Haus 1. Und jetzt gehen wir hier hinten durch. Weil wir haben wir auch noch Zuckerrohr, genau. Bin ein bisschen am Versprechen, habe ich das Gefühl heute. Okay, ich habe nicht viel geschlafen, ich bin total müde. Und müssen eigentlich jetzt hier oben durch. Rüber. Schade, ich dachte eigentlich hier hinten geht's auch durch. Also das Problem ist einfach, die Musik ist ein bisschen zu leise. Ja, es wird einfach zu laut dann. Machen wir die Gesamtlautstärke lauter und die Musik leiser. Ist einfach leise. Komisch. Okay, das Modpack ist nicht so gut gemischt. Also beim Mod vor allem. Es ist einfach so ein extra Musikmod noch drin. Aber ja, können wir nichts machen. So. Total leise irgendwie. Also ganz anders als mein anderes Modpack. Mein eigenes. Okay. Gut, machen wir doch ein bisschen Ton an. Also, wir brauchen ein bisschen Kohle. Ist doch wieder zu laut. Minecraft ist so schwierig zum Einstellen. Ja. Also die Musik. Mach ich wieder ein bisschen lauter. Okay, ist immer noch ein bisschen zu laut. Das ist ein bisschen blöde. Oder ich habe jetzt nur wenig gemacht und das ist schon zu laut. Naja. Das muss einfach angepasst werden. So, hier haben wir ein größeres, ja, gelb-grünes Biom. Interessant. Also ich finde, es macht alles wieder ein bisschen unterschiedlich.
Wir könnten mit Blattwerk irgendwie einen kleinen Stein besiegen, aber nicht so hohes. Das wird auch gute XP geben, denke ich mal. Okay, hier haben wir einen Stein. Ist das Kalk? Wie sagt man? Kalk? Nein, Dezit. Bruchstein. Interessant. Da ist nichts. Das ist wieder das kleine Stein. Und ein Kamehaps, okay. Jo. Ah, das ist dieser Frosch oder ja, Kalkwort oder so. Bellybolt. Hallo du. Wenn ich schon nachdenke, wer hat das erfunden? Die Schweizer. Wer genau? Und Ricola. Gut, da haben wir so einen Sumpfbau. Aha, interessant. Knöpfchen drücken. Oh wow. Komm ich fast nicht hoch. Mit einem Pokémon-Loot. Machtreif. Kapuzzi, oh. Das war eines meiner Lieblingswasser-Pokémon in der ersten Gen. In der zweiten Gen gab es, glaube ich, gar nicht so viel Quapuzzi. Also ich hatte da nie einen. Genau, und die Blaubeeren müssen wir noch mitnehmen. Da können wir auch rechts klicken, oder? Ja. Oh, das. Okay, jetzt habe ich gerade irgendwas am Spawnen. Also diese Lags kommen einfach, wenn irgendwelche Sachen spawnen, große. Wie sagen wir denn? Strukturen. Genau. Irgendwas gespawnt. Da oben ist auch ein Eichhörnchen. Ja. Und sonst installiere ich irgendwie, weiß nicht, noch ein Performance-Mod. Ein Performance-Mod. Genau. Jo. Also wir müssen die Aprikos mitnehmen. Zuerst einmal essen gleich. Das sind weiße, gut. So. Okay, Ladybug. Immer diese Schluchten. Das ist ja mega krass. So, und dann schauen wir mal kurz. Also wir sind nach Nordosten gegangen. Ich sehe aber keine Struktur. Es wird kalt in dieser Region, okay. Da gibt es immer so die Erde. Oder einfach dieses Gras hier. Okay. So. Ja, wir haben fast 60 FPS, gut. Dachte nur, es sah ein bisschen performance-unfreundlich aus. Jo, ich habe zwar die Spawnrate der Pokémon groß gemacht. Ja, sie spawnen auch, aber noch nicht so schnell. Also wir müssen ein bisschen stehen bleiben, damit genügend Spawns kommen. Der maximale Spawn habe ich recht hoch gemacht. Also das ist genau in dieser Seite. Spawn wieder. Die Standardeinstellung der Vögel sieht manchmal doch ein bisschen komisch aus. Muss wahrscheinlich die Vogelspawns ein bisschen minimieren, dass nicht 5 oder 6 spawnen. Gut, also wir haben hier ein Eisbiom. Smoliv. Jo, und schon 33, also schon ein bisschen überzählig. Aber ja, den ersten Part mache ich das natürlich gerne. YouTube wird einfach ein bisschen meckern, weil die immer ein bisschen Probleme machen nach 30 Minuten. Dass das einfach länger geht. Das ist einfach, ja, Verarbeitung dauert länger, wie das heißt. Und das geht dann wirklich sehr lange. Und das habe ich nicht so gerne, aber jo, wir schauen das nächste Mal hier in das Schneebiom. Das ist wahrscheinlich einfach eine Tundra. Das ist eine Sonnenblumenebene, da spawnen diese Honig-Pokémons, die wir auch brauchen, um Honig zu gewinnen, oder? Und, ja, genau. Da werden wir mal schauen, ob sie mal spawnen. Genau, beim Felino tun wir mal. Oder bei diesem, genau, das ist mit diesem Nasen-Schleimteil. Das ist, glaube ich, fünfte Generation, glaube ich, dann gewesen. Daran erinnere ich mich noch, also an diese Meme-Pokémon erinnere ich mich noch. Gut, dann mache ich mal hier ein schönes Bild noch. Ja, also nicht so viele Pokémon drauf, aber nicht so schlimm.
Oder ich mache. Ja, komm hoch, bitte. Raus. Zu mir schauen. Egal. Foto, Min ist es nicht. Ja, gut. Dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Der kommt auch. Ja, heute wahrscheinlich noch. Tschüss.